Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und damit herzlich willkommen zu den Handelsideen Nummer 4 für diese Woche. Heute haben wir Donnerstag, den 6. September. Damit geht die erste Woche bald zu Ende und ich begrüße hier auch alle Live-Zuschauerinnen Elena und Ludger. Einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Start in den Donnerstag. Gut, damit rein in die Präsentation für die heutigen Handelsideen. Für diejenigen von Ihnen, die schon mal in den Blog reingeschaut haben, heute geht es um den australischen Aktienindex, den ASX 200, den US-Dollar, Schweizer Franken und es geht mal wieder um das Gold. Sascha, auch dir einen schönen guten Morgen. Bevor wir in die Charts reinschauen, der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und damit zu den Tagesnachrichten. Alexander Schill, auch Ihnen einen angenehmen Donnerstag. Die Nachrichten, die gingen heute Morgen schon los um 8 Uhr. Sie sehen es hier an dieser Stelle, gab es den Auftragseingang der Industrie. Hier im Monat Juli. Das war eine Überraschung, würde ich sagen. Wir hatten eine Prognose eines Zuwachses von 1,6. Tatsächlich gab es einen Rückgang von 0,9%. Ich bin mal gespannt, was die Märkte daraus machen, wenn nachher um 9 Uhr die Haupthandelszeit hier bei uns in Deutschland losgeht. Was gibt es heute im Laufe des Tages noch? Wir haben ein bisschen was um die Arbeitslosigkeit. Um 14.15 Uhr gibt es den ADP-Beschäftigungsindex aus den USA. In diesem Zusammenhang hier um 14.30 Uhr die Erstanträge der Arbeitslosenhilfe und dann Produktivität außerhalb der Landwirtschaft und Lohnstückkosten. Das mal so die Dinge rund um die ADP-Beschäftigung. Und um 16 Uhr bekommen wir dann aus den USA die Informationen zum ISM-Einkaufsmanager-Index für das Dienstleistungsgewerbe. Auch das sehr, sehr, sehr spannend. Sie sehen hier auch die Prognose, ein leichter Zuwachs. Mal schauen, was hier so kommt. Also, das Ganze wäre hier in diesem Moment das Wichtigste bis 16 Uhr. Um 17 Uhr gibt es dann die Rohöl-Lagerbestände. Sonst kommen die ja immer am Mittwoch. Diese Woche wegen dem Feiertag möglicherweise. Ich weiß es nicht genau, ich habe das nicht recherchiert. Es ist auch egal. Heute steht es mal am Donnerstag auf der Uhr. Die Rohöl-Lagerbestände. Hier erwartet wird ein Rückgang, wie Sie an dieser Stelle auch sehen. Am Nachmittag gibt es dann aus den USA auch noch ein paar Informationen. Hier zum Thema Einkaufsmanager-Index um 15.45 Uhr. Das sind mal so wichtige Sachen. Und es gibt zweimal Informationen von Zentralbanken. Hier einmal um 14.45 Uhr. Da hält Herr Lautenschläger eine Rede seitens der EZB. Und um 16 Uhr spricht das FOMC-Mitglied Williams. Das muss nicht immer große Auswirkungen haben, aber auch hier von der Stelle kann das doch die Märkte in die ein oder andere Richtung bewegen. Wir werden auf alle Fälle sehen, was hier kommt. Gut, ich sehe gerade, der Jan ist auch dabei. Jan, einen schönen guten Morgen. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Charts direkt. Gestern war ja auch so ein Tag, hoha, da ging es ordentlich nach unten die Post ab. Wir haben das gesehen, am Vormittag schon die Aktienmärkte hier in Europa, so jetzt ist der Knoten raus, leicht, beziehungsweise leicht, teilweise doch schon ganz schön ordentlich nach unten gegangen, Minuszeichen von bis zu 1% waren da keine Seltenheit und danach kam der US-Markt rein und wir haben am US-Markt was gesehen, das hatte ich die letzten Tage schon so ein bisschen beobachtet und habe mir so gesagt, naja, mal gucken, kurzfristig könnte das so ein bisschen Druck nach unten sorgen. Olaf Heidmann auch hier, guten Morgen. Übrigens, wir haben heute einige neue Zuschauer mit dabei. Wenn der ein oder andere mal einen Chart analysiert haben möchte, einfach hier in Facebook reinposten, damit ich auch weiß, welchen Chart ich mal hier zusätzlich noch betrachten darf. Also kurz hier zum US-Tech-Index. Ich würde sagen, die ausführliche Analyse machen wir dann wieder morgen. Was für mich hier interessant war in den letzten Tagen, was für mich so ein bisschen kurzfristig nach Korrektur so ein bisschen geschrien hat, war die Situation, dass wir hier oben so leicht die Top-Bildung hatten. Schauen Sie mal, hier oben wollte der Markt nicht so richtig raus und von unten kam dann hier so, naja, kann man sagen, so ein leichtes Dreieck, was hier angestiegen ist. Und das wurde jetzt halt durch die Unterseite genommen. Jetzt haben wir die Korrektur, mal schauen, wie es weitergeht. Ich persönlich würde mich freuen, wenn wir mal eine etwas tiefere Korrektur sehen. Aber wie schon gesagt, da sprechen wir morgen drüber. Warum? Ganz klar, wir machen morgen Freitag wieder die große Chartanalyse und damit
haben wir die Zeit auch dafür, das zu machen. Heute geht es natürlich primär um ein paar Handelsideen. Und damit starte ich dann auch gleich mal. Ich gehe mal rüber nach Australien in den dortigen Aktienindex. Der ist hier mit dem Kürzel AUS 200 hinterlegt. Hier, wir sehen es im großen Bild, im Tagestrend. Eine schöne Dynamik nach oben haben wir gehabt. Seit den Tiefs, die wir auch hier am Anfang des Jahres gehabt haben, hat der Markt sich sehr, sehr schön entwickelt. Schön nach oben gelaufen. Hier schön Trend nach oben geschoben. Was ist jetzt hier passiert? Sie sehen es auch. Wir hatten hier so eine leichte Spannungszone, wo die Kurse, Sie sehen das an den Kerzen, hier unten zwischen, warten Sie, ich muss mal kurz das Kürzel mit reinmachen. Hier oben haben wir so die Zone um die 6200 bis 6250 Punkte, wo der Markt hier immer mal so reingetaucht ist, wieder nach oben gelaufen ist. Das hat jetzt nicht so wehgetan, das war so eine Spannungszone, da ging es nicht wirklich unten drunter, da wurde eher wieder gekauft. Sie sehen das hier, beide Dip, kann man schön sagen, aber was ist hier gestern passiert? Wir haben es erlebt, der Markt lief gestern nach ein paar starken Abverkaufstagen deutlich runter. Der Markt hat hier im gestrigen Tagesverlauf zum einen mal das hier, dieses Tief unten geschnitten. Wir hatten hier oben einen Doppeltop, jetzt haben wir hier an dieser Stelle den Abwärtstrend und den schob es dann gestern schon deutlich in die Zone rein. Heute stehen wir hier, Sie sehen es am Support, warten Sie, ich mache das ganz kurz nochmal kleiner. Wir haben hier, schauen Sie mal, hier drüben gab es ein Hoch, das war das Hoch vom, ja, das war das Hoch vom 2000, vom Januar 2018 war das hier gewesen. Leichte Supportzone, hier gab es einen Ausbruch nach oben. Sie sehen, der Markt ist einfach da unten reingerauscht. Jetzt steht er genau dort, wie kann es weitergehen? Wir sehen es hier unten, kommt nochmal so ein leichter Support aus diesem Ausbruchslevel hier, was wir gehabt haben, als diese Bewegung, die Korrektur und dann hier diese Trendfortsetzung beziehungsweise hier in diesem Bereich war das dann ja die Trendentstehung, gelaufen ist bei 6.144 Punkten, ist jetzt ein relativ naheliegendes Anlaufziel und dann haben wir drunter noch ein paar Tagestiefs liegen. Hier einmal das Tagestief vom 25.06. um 6.152 Punkte, nein, halt hier unten haben wir es, 6.132 Punkte und dann ein kleines Stückchen tiefer noch, das Tagestief vom 20.06. bei 6.125, die stehen alle relativ nah zusammen und Sie wissen ja, was an den Märkten häufig passiert, wenn wir in einer Richtung so sage ich mal, Punkte haben, die von den Marktteilnehmern gut beachtet werden, das kann dann durchaus für ordentlich Bewegung sorgen. Setzt sich das ganze Ding also fort, das ist, denke ich mal, eher was für kurzfristige Trader, die hier noch nicht investiert sind, dass man aus den kleinsten Zeiteinheiten hier in die Position reingehen kann, sich schöne Drehpunkte suchen kann. Das wären dann mal Marken als Zielmarken nach unten hin sozusagen. Das ist mal die Seite nach unten. Das ist das, was der Markt momentan macht. Bekommen wir allerdings nach diesem starken Rutsch irgendwann mal ein Reversal auf die Oberseite hin, dann haben wir natürlich nach oben hin ein bisschen Luft. Wir haben jetzt nichts Kurzfristiges an Luft, aber wir haben etwas an Luft. Wir haben jetzt hier im Trendverlauf der Stunde, wenn wir uns die Stunde mal ganz kurz anschauen, dann sehen wir die Stunde in ihrem Trend. Hier ist der schöne Abwärtstrend in der Stunde, der hier in seiner Dynamik auch deutlich zugenommen hat. Das sehen wir auch in der Winkelveränderung hier. Sehen wir halt die Bewegung und Korrekturen in diesem Bereich. Und was wir jetzt hier an dieser Stelle haben, wenn wir dann doch mal zurückkommen und es sollte wirklich einen Rebound geben, dann wäre es gut möglich, dass man eventuell hier oben in diese Korrekturhochs, in die naheliegenden Korrekturhochs reingeht. Die aktuelle Volatilität lässt das durchaus zu. Bleibt der Markt allerdings schwach, dann werden wir hier mit hoher Wahrscheinlichkeit, zumindest sind das meine Erwartungen, keine tiefe Korrektur sehen. Also ich glaube nicht, dass wir dann wirklich hier in diese Bereiche reinlaufen, wenn der Markt so stark unter Druck ist. Ne? Wenn die Volatilität entsprechend nach oben auch geschoben wird, das heißt, dass der Markt wirklich mal so einen Gummiknall nach oben macht, so einen Schub zurück, dann wäre das schon möglich, dass wir oben reinlaufen. Momentan schaut es allerdings nicht danach aus. Aber ich weiß, hier schauen immer mal Teilnehmer zu, die sie gerne Rebound-Trading machen. Und da gibt es dann schon die Möglichkeit, das Ganze hier auch einmal zu traden. Das kann man auch in kleineren Varianten machen, wenn man einfach sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Bewegung, die weit gelaufen ist. Schauen Sie mal, wir hatten hier eine relativ flache Korrektur, jetzt eine weit gelaufene Bewegung. Und wenn wir dann rein theoretisch hier in diesem Bereich eine Umkehr sehen könnten und man sagt sich, okay, man misst einfach mal die letzte Bewegung aus von hier oben nach hier unten, wenn das jetzt das theoretische Ende wäre und man sagt sich, okay, wir haben jetzt hier nach oben hin, schauen Sie mal, hier haben wir ein paar Hochs, ein paar Kerzen hoch, das könnte für einen Rebound gut sein, bis in die Marke von 50%, dann kann man das aus den kleinen Zeiteinheiten schon mal mit aufnehmen und wenn der Markt das spielt, das auf die Uhr nehmen. Also hier wieder ein Markt, den man gut auf dem Fokus haben kann, um entsprechend
den ein oder anderen Trade im kurzfristigen Bereich zu machen. Das bleibt mal hier offen, wie es in Zukunft weitergeht. Wie immer, wir haben alle keine Glaskugel, aber wir können natürlich gute Ideen suchen. Was gibt es als nächstes? Als nächstes schauen wir alle mal zusammen auf den US-Dollar, Schweizer Franken. Auch ein sehr, sehr interessanter Markt, der mittlerweile wieder in seine Bewegung eingedrungen ist. Ich hatte das ja schon mal analysiert vor ein paar Tagen. Wir haben jetzt hier diesen großen übergeordneten Abwärtstrend. Wir haben untergeordnet sehr schön zu sehen den Bewegungstrend in dieser Art und Weise, der war hier auch weit über den. Wir hatten hier unten ein Signal bekommen für einen kurzfristigen Rücklauf, so ein Rebound. Das ist das, was ich gerade auch erklärt hatte, wo ich so sehr, sehr oft auch gesehen habe, der Rebound, wenn er anläuft, kann er ohne weiteres auch mal in den Bereich von 50% reinlaufen. Das sind so Sachen, da kann man wirklich gut seine Ziele auch planen, wenn man die Position dann schließen möchte. Gestern kam es dann zur ersten Umkehrkerze hier und jetzt schiebt der Markt schon wieder runter. Sie sehen es Stück für Stück auf dem Weg nach unten schon wieder. Wir haben in der Stunde den bestehenden Abwärtstrend. Ich gehe mal eben in die Stunde rein. Schauen Sie hier, haben wir den bestehenden Abwärtstrend. Der ist gerade auch in seiner Korrektur, dreht hier rum. Das heißt, das ist jetzt mal live hier für diejenigen von Ihnen, die sowas im kurzfristigen Bereich traden wollen. Das heißt, wenn Sie hier mal den Trend der Stunde nehmen, den aktuell laufenden Trend, ja, der besteht mittlerweile aus 1-2 Bewegungen, also ist noch gar nicht so extrem alt und läuft auch in die Richtung des übergeordneten Tages, da kann es sich schon anbieten, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier das erste Umkehrsignal. Das heißt, dieser Trend ist erst einmal gebrochen hier und jetzt geht es nach unten und da ist der Trend der Stunde der Trendgeber. Und wenn wir uns das Ganze mal in den 5 Minuten anschauen, dann haben wir hier die letzte Bewegung nach oben, das sehen wir hier. Jetzt haben wir den Trend hier gebrochen, diesen Aufwärtstrend, diesen Korrekturtrend. Und jetzt laufen die 5 Minuten schön nach unten. Und wenn die 5 Minuten dann rumdrehen und nach unten schieben, dann haben wir die Bestätigung dieses Umkehrmusters, was wir zurzeit in der Stunde sehen, dieser Kerze hier. Und das ist dann interessant. Und dann heißt es halt, okay, dann setzt sich die Stunde fort. Die Bewegung der Stunde fängt an. Hier unten wäre dann die Fortsetzung des Stundentrends zu sehen. Und wenn das Ganze dann weiterläuft, dann läuft das halt in den Tag hinein. Das heißt, das wäre eine schöne Situation, wenn man dann sagt, okay, wir laufen hier runter. Und wenn wir hier unten unter die 0,96840 drunter laufen, dann wäre das auch ein sehr, sehr schönes Zeichen, dass der Markt wirklich deutlich schwach bleibt und wir hier in diesen unteren Bereich wieder reingehen, um den Support von 0,96480. Bricht das Teil tatsächlich auch mal durch, dann sind die nächsten Anlaufpunkte, hier haben wir ein paar Supports um 0 hier an den Tiefs. Also ich habe mir da die Bewegungstiefs, also die Trendtiefs dieses Aufwärtstrends hier mal rausgenommen und die liegen hier bei 0,95797 in etwa 0,95393 und bei 0,95158. Das sind mal so die Bereiche, wo wir Gewinnmitnahmen planen können. Das heißt, Gewinnmitnahmen, das ist ja kein Webinar mit Advisories, sondern das sind einfach Marken, wo wir anlaufen können und wo Sie als Händler planen können, an welchen Stellen Sie Ihre Positionen, wenn Sie denn offen sind, hier entsprechend durchlaufen können. Also das mal zum US-Dollar, Schweizer Franken. Und dann schauen wir uns hier zum Ende der Blockbesprechung nochmal das Edelmetall Gold an. Gold ist interessant in dieser Richtung, weil wir hier zum einen erst einmal eine tiefgelaufene Korrektur hatten. Ja? Das sehen Sie, hier ist dieser große Abwärtsschub, das ist der Trendverlauf. Hier gab es nochmal einen schönen, brutalen Bruch nach unten. Hier sehen Sie mal, diese Bewegung hier hat viele, viele Tage gedauert. Wenn Sie sich mal das Ausmaß von diesen Bewegungen hier im Vorfeld angucken und dieser Bewegung, wie schnell das hier nach unten ging, das war schon ein deutlicher Schub nach unten. Gab dann auch ein schönes Reversal hier oben, hat sich unter geordnet der Stunde auch schön den Aufwärtstrend gebildet. Er ist auch bis hier oben reingelaufen in diesen Hochbereich hier von dieser leichten Korrektur, die wir hier gesehen haben. Und jetzt wird diese letzte Bewegung hier in der Stunde, ich mache das mal eben etwas größer, dass man mehr sehen könnte, dieser große starke Schub, das war die Trendbewegung, der wird momentan korrigiert hier durch so einen Kanal in der Stunde. Das ist jetzt hier ein bisschen eng angezogen. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz in der Stunde. Wir haben sozusagen hier in der Stunde jetzt die Situation, dass das hier oben dieser Trendkanal ist. Und gucken wir, ob ich das schnell hier rüber kriege. So, hier oben, das ist, also hier oben, wenn man mal diese Linien miteinander auch verbindet, dann haben wir hier schön diesen Abwärtstrendkanal. Und interessant ist es dann, wenn sich das, was wir jetzt hier sehen, dieser leichte Aufwärtstrend, wenn der sich nach oben fortsetzt und diesen Trendkanal nach oben hin sozusagen deutlich verlässt, dann wäre das erste Mal ein Anzeichen dafür, dass der Markt hier ein Stück weit weiter nach oben will. Das heißt, dann haben wir die Möglichkeit, das erste Mal dieser große Trend der Stunde hier weiter fortgesetzt wird, dass wir einfach nur eine tiefe Korrektur gesehen haben.
gesehen haben. Nach oben hin haben wir dann interessante Punkte, weil wir haben hier ein paar Tageshochs liegen. Warten Sie, ich ziehe das mal, gucken Sie mal, hier haben wir ein Tageshoch bei ungefähr 1202. Wir haben kurz drüber das nächste bei 1203 und hier oben liegt schon der nächste Bereich bei 1208 in etwa. Also da haben wir auch wieder dynamische Möglichkeiten, wo der Markt ranlaufen kann, wo Käufer warten können, wo wir die Frage beantworten können, wer kauft nach uns. Und wenn sich das Ganze hier halt fortsetzt, dann wäre das ein Signal dafür, dass der Markt schön nach oben weiter möchte. Und dann haben wir die Chance, noch einmal hier oben an die 1214 ranzulaufen. Und nochmal aus Sicht, ich möchte jetzt nicht sagen wirtschaftlicher Sicht, aber wir haben das ja in der Vergangenheit auch schon sehr, sehr häufig gesehen. Wenn wir hier in die Situation kommen, dass die US-Indizes auch mal anfangen, deutlicher zu korrigieren, dann könnte das unter Umständen dazu führen, dass die Anleger wieder in die sicheren Häfen hineingehen. Und Gold ist ja auch so ein sicherer Hafen. Und wenn wir hier fallende US-Indizes sehen und einen Anstieg im Goldpreis, dann wäre das hier eine Zusammenarbeit dieser zwei Dinge, wo man sagen könnte, okay, das könnte doch dafür sprechen, dass wir im Bereich des Goldes einmal ein paar Aufwärtsbewegungen sehen. Wichtig hier ist wieder die psychologische Marke von 1200 US-Dollar, da läuft das Getingel ja schon eine ganze Zeit rum, immer mal ein bisschen drüber, immer mal ein bisschen drunter, da wäre eine richtungsweisende Entscheidung hin, also das ist jetzt alles nichts, was man für Ewigkeiten traden kann, aber kurzfristig kann es doch hier doch einiges an Bewegung gehen, das heißt die Entscheidung nach oben oder nach unten steht jetzt an, wenn wir hier unten drunter über die 1183 laufen, dann wäre dieser Trend, den ich hier eingezeichnet habe, definitiv gebrochen und das wäre dann auch das Zeichen, dass der Markt den Weg nach unten wieder aufnimmt, das ist das, was uns der Chart vom Gold momentan auch sagen. So, damit wäre ich für heute fertig mit den Besprechungen meiner Blog-Einträge. Wenn wir noch Fragen haben, ich schaue gerade mal in den Chat hinein. Nein, da gibt es aktuell keine weiteren Fragen. Das heißt, an dieser Stelle möchte ich mich wieder bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die ein oder andere interessante Idee ist hier dabei gewesen und von mir der Hinweis, morgen früh gibt es wieder den Blog-Eintrag. Aller spätestens 8 Uhr ist der online auf der Website von Tickmill und dann 8.30 Uhr sprechen wir natürlich wieder die Handelsideen durch und morgen ist Freitag, da machen wir die große Chartanalyse der großen Indizes. Wir schauen auch nochmal möglicherweise auf den Ölpreis. Ich gucke mal, was sich da heute tut, ob es da Interessantes gibt, was man besprechen kann. Ich kümmere mich natürlich gerne auch um Ihre Wunschmärkte und dann gibt es noch ein bisschen was Edukatives. Ich bin da gerade in der Vorbereitung. Ich denke, es geht ein bisschen in Psychologie. Auf alle Fälle werde ich das heute im Laufe des Tages hier direkt auch noch auf Facebook bekannt geben, was das Thema morgen dann auch sein wird. Wenn Sie übrigens Wunschthemen haben, über die ich mal ein paar Sachen ausführlicher sagen soll, gerne auch, ich lade Sie ein, lassen Sie uns das Ganze ruhig wissen. In diesem Sinne, allen gute Trades, einen angenehmen Tag und bis morgen. Ich freue mich drauf. Ihr Mike Seidel. Bye-bye.